So, Holzfäller. Holzfäller. Kann nur Positives berichten, also fast. Ich habe ein paar Dinge über die verschiedenen Discords gesehen. Und das wirkte für mich halt zum Großteil in erster Linie Erwartetes. Gewissermaßen. Ich gebe zu, vielleicht liegt es auch daran, dass ich dem Spiel gegenüber generell sehr vorsichtig gegenüberstand, weil es zu schnell hochgehypt wurde. Oder weil viele Leute zu schnell drauf gehypt haben, weil es eben Volker Wertig ist, der auch dieses Spiel gemacht hat, der dahinter steckt. Leute haben leider die Angewohnheit, zu schnell in Personenkulte zu fallen und dann blind zu sein. Jeder bleibt fehlbar. Das war so eine Sorge, die ich direkt hatte. Ich finde meistens tatsächlich das Wegesystem sehr interessant. Ist das so? Fliege, verzieh dich! Meine Güte, was hast du? Ist wahrscheinlich ein Siedler 4-Fan und hasst mich dafür, dass ich Siedler 5 mag oder so. Ich habe gesagt, dass es eine Auffassungsfrage ist, was ein gutes oder echtes Siedler ist. Automatisch direkt Hass gekriegt von dieser Fliege, die hier ankommt. So, wir expandieren weiter in die Richtung. Sobald wir bis hierhin gekommen sind, geht's ins Baumaterial. Erstmal schnelle Expansion vorantreiben. Baumaterial wollen wir dann aber möglichst schnell hochzimmern. Entsprechend. Zwei Sägewerke. Das Zeug wird nämlich gleich ausbrennen. Holzfäller da. Holzfäller da. Wegesystem ist natürlich immer eine nette Sache. Ich frage mich, ob das Wegesystem mich genauso in Irrsinn treiben wird wie das hier. Wahrscheinlich nicht. Okay, das klingt soweit nach Siedler 1 und 2. Oder was schreibt mich an? Ah, okay. Aber ich glaube, Infrastruktur... Es wäre ein erbärmliches Aufbauspiel, wenn Infrastruktur nicht extrem wichtig wäre. Okay, zunächst. Wie viele Soldaten haben wir gerade zusammengekratzt? Noch nicht wirklich was. Ich möchte, dass es schneller passiert mit den Soldaten. Hier, rekrutiert mir ein bisschen was hoch. Geht mal auf 20 hoch, da können wir die danach gleich wieder leeren. Des Weiteren möchte ich, dass die Soldaten zuerst mal Darker die angreifen. Und könnt ihr euch bitte mal schwach machen, Leute? Ich möchte, dass ihr trainiert, verdammt. Das könnt ihr nicht euren elendigen, dreckigen Baracken. Steinmetz, wie weit wird er latschen? Setzen wir den nach dahin? Oder warten? Ja, wir setzen ihn dahin. Hier direkt schon. Der wird zu kämpfen haben mit seinem Leben. Da eilt er sich, der Feind. In diese Richtung haben wir den schon mal platziert. Wir müssen nicht so viel schneller dahin expandieren. Wir können uns hier noch so einen hinsetzen. Und in die Richtung würde ich auch noch voranstoßen. Also setzen wir da auch noch einen hin. In die Richtung. Und hier möchten wir halt wirklich bis zum See gehen. Wenn wir die beiden Seen dabei haben, dann bin ich eigentlich zufrieden. Aber es geht erstmal darum, hier unten sich ganz schnell festzusetzen. Ach ja, genau. Bei der Gelegenheit. Geschwindigkeit normalisieren. Flagge. Und hier. Den lustigen Geologenmann losschicken. Hier entlang der Wüstenregion bewegen wir uns dann erstmal voran.
Hier setzen wir erstmal so viele Flaggen, wie es geht, solange auch keine Leute dabei sind. Sobald wir uns hier festgesetzt haben, geht es an das ganze komplette Baumaterial ran. An sich, glaube ich, können wir es aber jetzt schon anschließen. Wir sollten es jetzt schon anschließen. So. Denn ansonsten geht das Zeug bald aus, dann haben wir ein ganz neues Problem am Hut. Das brauchen wir nicht. Okay. Dahin. Das ist die Grenze. Weiter wollen wir nicht. Aber bis dahin auf jeden Fall. Das könnte die Grenze Richtung Norden. Nein, ist nicht ganz. Vielleicht bis hier, bis zum Steinfeld. So. Ich sehe, es gibt drastisch mehr Baumaterial. Verstehe. Das Baumaterial findet mehr Nutzen. Klingt interessant. So, Stein, man enttäuscht mich nicht, wenn wir schon von Steinen reden. Da noch kein Baumaterial in diese Richtung transportiert wurde, schicken wir direkt ein paar Träger mit. Damit der ganze Spaß schneller geht. Hier ist schon Baumaterial unterwegs, da setzen wir keinen Träger dazwischen, sonst wird es länger dauern. Hier können wir für später schon mal ein paar Träger platzieren, die unsere ganzen Minen aufstellen sollen. Der Steinmann enttäuscht mich bisher. Wir geben noch ein bisschen, aber ansonsten reise ich ihn ansetzen nach dahin. Machen wir das so. Tschüss, Steinmann. Du hast mich enttäuscht. So, dann nach oben Richtung Gold. Dann setzen wir die Grenze gen Norden in diese Richtung. Zumindest in der Nähe des Sees. So. Hier können wir Burgen eigentlich aufsetzen, aber noch möchte ich das nicht. Noch möchte ich ein bisschen weiter vorankommen. Nicht da. Unnötig. Hier. Wir müssen den Berg knuddeln. So. Und so. Okay, gut. Gut, wir haben unsere Grenze hier gezogen. Der See ist die Grenze. Die Träger werden noch eine Bedeutung haben. Dann müssen wir ganz schnell uns hier festsetzen und den hier anschließen. Die Karte ist doch spontan drastisch kleiner geworden. Des Weiteren schnippt die Straße hier. So. Und so. So haben wir es alles mal quer geschaltet. Hier können wir die Grenze bis nach hierhin so ziehen. Hier können wir einen Fischer deponieren. Er kann auch dahin. Da steht ja niemandem im Weg. Hier noch ist kein Baumaterial in diese Richtung unterwegs, oder? Nein. Schickt einen Haufen Träger hinterher, damit das schneller gehen kann. Ah, da beginnt uns hier Land zu klauen. Mir egal, solange wir hier stehen, ist alles gut. So.
Ah, es ist ein passives System. Persönlich mag ich aktive Systeme mehr. Um doch schon ein größeres Stückchen. Ich mag es, mehr Kontrolle darüber zu haben, wie viele Soldaten von denen, die ich losschicke, auch wieder lebendig nach Hause kommen. So. Die Arbeitsbereiche am Tag sind zu ungenau. Ist auch eines fünf. Hey, das ist eine Frage nach dem Huhn oder dem Ei. Präferiere ich S5, weil ich aktive Systeme präferiere, oder präferiere ich aktive Systeme, weil ich S5 mag? Und S6. Hier können wir noch ein paar Steine rausschlagen aus dem Land. Solange der nicht hintergebrannt wird, holt den Granit von hier. Wir sollten speichern. Name neu. 16, weil wir sehr einfallsreich sind. So. Okay, des Weiteren haben wir hier wunderschönes Land für eine Nahrungsmittelversorgung. Wir können hier ohne Problem... Nein. Doch. Hier weg gerade. Hier, Industrie. Schmelzen und all der ganze Kram. Hier, das hin. Baumaterial, das heißt, wir werden hier noch einen Förster dazwischen klemmen müssen. Okay, das heißt, die Bäcker kommen doch noch hier hin. Gut. Ich musste kurz nachdenken. Sonst hätte... Das ist ja unterwältigend. Ich habe meinen Plan kaputt gespielt. Naja, Bäcker nach dahin dann. So. Müller. Das ganze Land hier muss weggeholzt werden. Wir können dann hier förstern lassen, aber hier kommen Holzfäller hin. Mach weg das Zeug. Da ist hier noch ein Sägewerk daneben. So. Ah. Na gut, das ist eine Präferenzfrage. Ich persönlich mag das Mikromanagement. Ich mag es, wenn ich mit meinen Truppen ganz spezifisch clever sein darf. Wenn ich in der Lage bin, durch gutes Manövrieren eine nachteilige Situation zu drehen. Das ist ja halt eine der Sachen, die ich absolut liebe bei Siedler 5. Bei Siedler 6 auch, aber in einem anderen Ausmaß. Bei Siedler 6 gibt es ganz genau zwei Modi. Entweder man rennt mit dem Helden, mit dem Ritter im Kreis, bis die Feinde von den Bogenschützen totgeschossen wurden. Oder Moshpit. Es gibt keinen dazwischen. Wir wollen die Getreidefelder zuerst aufgestellt haben. Dementsprechend werden wir die anschließen, bevor wir die Weiterverarbeiter anschließen. Jetzt ziehen wir eine Querverbindung zwischen den Armen. Armen Seelen in Not bei der Feststellung, dass wir hier. Na gut, dann ziehen wir die Straße von hier aus einmal außenrum die Grenze. So. Wir können nach hier oben förstern. Wir können diesen ganzen Bereich durchförstern, was das Zeug hält. Und
und dann hier den Bereich komplett leerholzen lassen. So, hier würde ich halt gerne noch ein bisschen von dem Granit hier oben mitnehmen. Und genug Platz schaffen, damit wir eine Burgenkette hier langziehen dürfen. Wo wir schon von der Burgenkette reden. Planen wir schon mal die Positionierung für unsere Burgen. Und das ist eine große Positionierung, die wir zur Hand haben. Ah, da ist aber Platz für eine Burg. Busch. Wenn wir die hier hinbauen, werden wir direkt anfangen zu produzieren. Das wollen wir nicht. Okay, dann kommt der Förster nach dahin. Sehr schön, dass das Zeug hier nachkommt. Oh ja, generell, die bessere Siedlung gewinnt in den meisten Fällen. Ich mag halt die Mixtur dazwischen. Die bessere Siedlung garantiert halt, dass man viel mehr Fehlerspielraum auch hat. Auch bei Siedler 5 ist das so, wenn man die bessere, stärkere Wirtschaft stehen hat. Der Gegner kann noch so gut Mikromanagement, er wird nicht das besiegen, was du ihm in den Kopf schmeißen kannst. Es sei denn, man stellt sich exorbitant ungeschickt an. Das kann natürlich auch immer passieren. Schön, wie ich die Straße gezogen habe. Keine Flagge, kein Flaggenplatz dazwischen. So, das ist natürlich temporär. Das dient dazu, damit wir jetzt zuallererst die Getreidefarmen bauen dürfen. Wo habe ich die Flagge jetzt gesetzt? Nein! Geh weg! Ich wollte das hier klicken. Des Weiteren, ich möchte hier einen Förster bauen. Du brauchst keinen Bauplatz, mein Freund. Das war ein Fehler. Er kann das nicht abbauen. Also die Steine. Kommt nicht effektiv an die Steine ran, wenn wir eine Straße hier stehen haben. So. Sozusagen, dann setzen wir den hier und dann haben wir unsere Grenze hier oben gezogen. Komische Straße. Dann setzen wir da oben so einen hin, dann haben wir die Grenze in die Richtung gezogen. Mehr weiter wollen wir nicht gehen als das. Ich habe das Gefühl, ich expandiere sowieso schon wieder zu schnell. Fangen wir außerdem schon mit anderen Sachen an. Wir brauchen unsere Erzschmelze schon mal. Wir können ja schon mal Erz zusammenschmelzen. Oh. Das war nicht richtig. Dekoder. Denken wir noch kurz mal drüber nach. Also, hier oben, guter Platz für einen Schlosser. Da ist ein besserer Platz in der Erzschmelze. Und da kommt dann die Waffenschmiede hin. Aber noch nicht, doch schon. Die Waffenschmiede kommt danach dahin. Was soll's. Dann schließen wir die über eine Querverbindung an. Die Erzschmelze allerdings wollen wir schon mal drin haben. So. Ja, zumindest die erste der beiden. Denn wir werden noch eine zweite brauchen. Nach hier so hin. Aber die kann erstmal anfangen, die Sachen aus der Burg. Och nö, Rasparuk! Oh boy! Junge! Falsch-Taste. Da. Schickt Nachschub, Leute. Der Drecksack greift uns an. Ja, übrigens. Normale Geschwindigkeit. Burg. Sofort entmanteln, damit wir mehr Soldaten rauskriegen, die sofort eingesetzt werden können. Neu laden. Wenn wir einen Gegenangriff versuchen, werden wir verlieren. Instant. Da können wir noch so viele Truppen draufschmeißen. Die KI hat einen Vorsprung.
Genau, also es gibt andere Spiele, wo natürlich der bessere Mikromanager auf jeden Fall gewinnen wird. So stark will ich jetzt auch nicht unbedingt schwitzen müssen. Versteckt die Grenzen. Was soll es? Nein! Ach, ich krieg die richtige Taste nicht gewählt. So, da. Aber das sind ja auch andere Spiele. Moment, das Sägewerk, hier unten ist noch nicht gebaut. Dann ist es schon frech. Also. Der Plan. Das Erz befindet sich hier unten. Das wissen wir schon. Das heißt, wir werden unsere Schmelzen im besten Fall in diesem Bereich hier stehen haben wollen. Das planen wir entsprechend schon mal vor. Schmelze 1. Schmelze 2. Gold ist hier oben in dem Bereich. Hier kommen unsere Goldschmelzen hin. Beide. Wir bauen 2. Scheinbar bauen wir nur eine, weil das Spiel ein Drecksack ist und mir keinen Platz gönnen möchte. Wir können die zweite nach dahin setzen, was soll's. Wir wissen, dass hier überall Kohle ist, das ist ja gar kein Problem. Und dann schließen wir über den Weg schon mal die erste Erzschmelze an. Dann können wir von da aus den Schlosser setzen. Oder die Waffenschmiede. Beides Dinge, die ich eigentlich... Och, ich habe die ganze Nahrungsproduktion noch gar nicht gebaut zu dem Zeitpunkt hier. Was soll es? Soll keine Rolle spielen. Müssen wir die halt neu planen. Das wird uns ja nicht aufhalten. Genau, stimmt. Ich hatte hier noch eine weitere Holzproduktion aufgestellt. Da Holzbretter verbrannt werden, wie nichts Gutes, legt los. So, einfach bauen. Den hier wollen wir noch setzen. Um unsere Grenzsteine gezogen zu bekommen. So. Okay, ich denke, Wiederspielwert dafür ist zu früh, das zu beurteilen. Wiederspielwert wird nämlich gegeben durch, also klar, es macht, besonders was Neues, macht es halt immer wieder Spaß, selbst die gleiche Map wieder und wieder zu spielen. Aber Wiederspielwert wird durch andere Sachen in den meisten Fällen gegeben. Und das ist der Hauptaspekt, der Wiederspielwert gibt, ist Abwechslung. Und das muss man dann schauen, wie das am besten zusammenkommt. Zum Beispiel der Wiederspielwert von 5 und 6 liegt hauptsächlich dank des Map-Editors zur Verfügung. Man kann unendlich viele Szenarien bekommen. Das ist, was Wiederspielenswert gibt. Bei anderen Spielen weiß man nicht. Es gibt Spiele, die spielt man halt einmal durch und dann ist das. Das heißt, Wiederspielenswert, das kann man nicht direkt am Anfang festlegen. Das ist eine Sache, die stellt man fest, wenn der Hype des Neuen vorbei ist. Wenn es nicht mehr das neue Spielzeug ist und das Spiel danach immer noch richtig gut abgeht, dann ist das wieder spielswert. Das ist am Anfang noch zu schwierig zu beurteilen. Die meisten Entwickler versuchen, den zu erreichen, aber es gibt keinen Garant, dass man das wirklich effektiv schafft. Zum Beispiel theoretisch Siedler 7 hatte für mich persönlich zumindest keinen so hohen Wiederspielwert. Trotz dessen, dass es eine eigene KI hat und alles. Es ist einfach, naja, das war zumindest die Kampagne war so eine Sache, spielt man immer durch und ist durch. Aber die anderen Szenarien jenseits der Kampagne haben wenig Interessantes an sich gebracht. Und die, ja, und es gibt keinen wirklichen Map-Editor.
Der Editor macht halt echt viel aus. Das hat legitim die Sachen, die 5 und 6 am Leben gehalten hat für Ewigkeiten. Generell die meisten Spieler, die einen Editor haben, profitieren echt stark davon. So, Bäckerei. Hier ist natürlich kein Platz mehr, was mich sehr gelassen lässt. Das macht mich, das lässt mich ruhig und friedlich bleiben. Müller. Müller. Und dann kommen die ganzen Getreidefarmen, die beiden, nach hier hin. Die schließen sich an dieser Flagge zusammen. Und werden dann per Straßenanbindung daran geschlossen. Der Hauptgrund, warum wir die ganzen Baustellen jetzt schon setzen, ist halt, dass wir danach Zugriff auf die ganzen... Ich sollte speichern. Grenzen. Ist der Zugriff, dass wir den Zugriff auf, ja, dass wir uns den Bauplatz nicht auswählen mit Förstern kaputt machen. Von denen wir übrigens jetzt gleich ein paar brauchen werden. Hier muss der Soldat noch latschen, um da anzukommen. Habe ich die Burg inzwischen auch schon... Nein. Hier, geht los, macht die Fronten voll. Hier wollte ich noch einen setzen, wie wir die Grenzen gezogen hatten. Ach komm schon! So. Ach so, da wird der Anstieg. Okay, oder Einschnitt. Verstehe. Wir setzen ein paar Flaggen dazwischen, aber übertreiben sie es mal nicht so sehr. Ein bisschen schneller muss es gehen, aber mehr funktioniert nicht effektiv. Gut, genau. Grenze. Hier festsetzen. Das ist, wo es enden soll. Darf ich bitte? Flagge. Flagge. Diese Fliege möchte mich in den Irrsinn treiben. Das ist ein persönlicher Angriff, der hier gerade stattfindet. Genau, hier wollte ich noch bis zu den Steinfeldern hochgehen. Und sagen, dass da unsere Grenze gezogen ist. In etwa so. So, und dann können wir hier direkt eine... Nein. Nein, können wir nicht. Warum sollten wir sowas auch dürfen? So. Hilft. Ich wollte nicht daher gerufen werden, aber vielen Dank. Danke, dass du dich daran erinnert hast, Spiel.